geht ab, ihr kleinen Rabauk. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin hier euer Jason D90. Heute gibt es wieder eine Stadionflug hier gegen Rostock. Ich bin ready. Es ist heute Freitagmittag. Wir machen das Essen. Und ja, morgen ist wieder Matchday. Ich hoffe, dass Kiel eine Reaktion zeigt. Wir haben nämlich im Testspiel 7-0 gegen Braunschweig verloren. Ist scheiße, wissen wir beide. Und ja, wir sehen uns morgen früh um 10. Yalla! Schneide ich raus. Schau, was für ein Guter. Ich werde jetzt so reinschwitzen, die WL. Ich werde Elite 2 holen. Und die hat auch schon Angst, Leute. R90, was haben sie sich heute geholt? Guckt, was da ist. FIFA 22. Ich werde reinschwitzen. Leute, ich werde Elite 1 holen. Ich bin Weltspieler. Ich werde reingehen. Nachher, ich komme nach Hause. 2 Uhr wird die Konsole angelassen. Da gibt's nichts zu sagen. Ruhm. Komm mit, Ruhm. Komm mit. Leute, wir sehen uns morgen früh. Jalla, jetzt aber. Ladies and Gentlemen, it's Match Day. Was geht ab, meine lieben Freunde? Es ist 10 Uhr, es ist Samstagmorgen, 1. Oktober, es ist Spieltag. Holstein Kiel empfängt Rostock. Ja, Ostsee-Duell. 13 Uhr geht's los. Ich mache mich gleich ready. Leider habe ich heute mitbekommen, dass die Kieler Ultras den Support einstellen. Ich habe mir das auch gestern die Stellungnahme vom Block 501 durchgelesen. Kann ich auch nachvollziehen. Ist natürlich blöd, aber hat Holstein Kiel die Vereinsführung auch selber schuld. Und ja, hoffentlich sind die Jungs bald wieder am Start und unterstützt die Mannschaft wieder, weil wir brauchen die Mannschaft natürlich. Haare bisschen noch on point. Kann man noch lassen. Und ja, wir gehen gleich zum Stadion. Heute ist auch ein Kollege dabei, von dem habe ich noch nichts gehört. Ist okay, ja, nice, auf jeden Fall. Und ja, wir hören uns draußen im Regen wieder. So Leute, wir sind auf dem Weg, wir sind ready. So, nochmal zum norddeutschen Wetter. Es regnet, ja, okay, regnen kann man nicht sagen, es nieselt hier ein bisschen, sieht man auch ein bisschen, ich bin noch unterwegs jetzt. Ja, typisch Kieler Wetter, hatten wir letzte Woche gegen HSV auch, vor 2 Wochen waren das, glaube ich. Und ja, ob das ein gutes Omen ist, weiß ich nicht. Da haben wir halt die Chance nicht reingemacht. Und ja, heute müssen wir, glaube ich, ein bisschen effizienter vom Tor sein. Und da haben wir auch eine gute Chance. Wie gesagt, die Ultras werden heute keinen Support machen. Ist für Rostock natürlich ein Bonuspunkt. Sag dir ganz ehrlich, für Rostock wäre das ein Heimspiel. Rostock-Fans sind eh auswärts sehr, sehr, sehr stark. Nochmal ein großes Lob an die Rostock-Fans, wie auswärts stark die sind von den Fans. Ich habe einmal ein Spiel gesehen, Pauli gegen Rostock. Rostock-Fans waren krass laut. Also mein Respekt. Auch an die Leute, die ja den Verein unterstützen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu meinem Tipp. Ich sage aber, Kiel gewinnt 1-0. Schon dreckiges 1-0 in der Nachspielzeit, nehmen wir doch gerne mit. So, ich bin auch gleich da, sieht man da hinten auch nicht. Und ja, wir sehen uns vom Stadion. Ab. Leute, wir gehen rein ins Getümmel. Heute letzte Generation. Ihr mischt euch ein und habt keine Angst vor dem Licht. Leute, jetzt hier kommen Kiel, ich bin da. Leute, wir sind da. Guckt doch mal die Außenwände, hammermäßig. Da sind die Rostock-Fans, die Zahl wird entschieden. Jetzt noch Zeit. Let's go. Yeah.
die Kieler Ultras sind weg und fliegt nach Rostock. Wir haben die bereits schon angekündigt. Wir haben Rostock das Stadion übernommen jetzt von der Stimmung. Nanda, eine Idee. Vamos, Lüli, hau ihn da rein jetzt. Und Fabi, rein damit jetzt. Vamos, gleich Halbzeit, 1-0, schmeckt. Ein paar Sekunden später. Ja.
erstmal das 1-1 hinterseher reingeschoben. Ja, scheiße. Was ist das war jetzt wieder? So, Rostock gründet noch 2 Minuten. Stadion hier, da hinten ist noch eine Polizeisperre. Und ja, jetzt geht's nach Hause. So Leute, das wird sich jetzt reingeschaufelt. Leckere Pizza. Und dann geht's auch zum Kieler Hauptbahnhof. Jalla. So Leute, ich stehe jetzt an der Bushaltestelle. Für mich geht's jetzt nach Hamburg zu meiner Familie. Ein bisschen entspannen, Montag wieder arbeiten, wird wieder geratzt. 1-1, man ist zufrieden, bisschen, auch bisschen nicht, aber ist normal. Jetzt geht's nächste Woche auswärts in Nürnberg, macht die Sache auch nicht viel leichter. Von mir war's das jetzt. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, schafft mir die 100 Likes. Und nochmal, viel Glück Rostock für die an den Spiele. Und Leute, Kiel, wir schaffen das gemeinsam. Ciao.